herzlich willkommen auf der Internationalen Automobilausstellung in Paris 2018. Und wir schauen uns jetzt zusammen um, was es hier Neues gibt zum Thema Elektromobilität. Viel Spaß beim Zuschauen. Auf dem Stand von Hyundai stand natürlich der neue Kona Electric, erkennbar an dem geschlossenen Kühlergrill und dem weißen Dach. Das zweifarbige Dach gibt es ja nur bei der Electric-Version. Ja, ein kompakter SUV mit 64 Kilowattstunden Batterie und fast 500 Kilometer Reichweite. Aktuell sicherlich eines der interessantesten E-Autos überhaupt. Und demnächst ganz sicher auch getestet auf meinem Kanal. Und wer hinten etwas mehr Platz braucht, zum Beispiel für die Familie oder fürs Gepäck, der kann sich ja mal den Kia Niro Electric anschauen. Der kommt etwas später in diesem Video. Das Auto, das zumindest am Pressetag am meisten Aufmerksamkeit bekam, war aber tatsächlich der Nexo mit Brennstoffzellenantrieb. Ein super schicker SUV mit bis zu 700 Kilometer Reichweite, der sich in rund 5 Minuten auftanken lässt mit Wasserstoff. Über das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle kann man lange diskutieren. Ich finde den Wagen interessant und deshalb gibt es ihn noch im November auf meinem Kanal im Test. Ja, und natürlich war der Ioniq auch auf dem Stand vertreten mit der neuen Frontmaske in Hochglanzschwarz. Ja, und hier auf dem Stand von Citroën gibt es auch den Stand von DS Automobil. Das ist die Designmarke von Citroën, angelehnt an die DS, die Göttin, die in den 60er, 70er Jahren ja in jedem Louis de Funès-Film zu Hause war. Aus dieser Marke DS hat man eine Designmarke gemacht, so eine Art ein bisschen Nobel Citroën. Und hier hinter mir seht ihr einen elektrischen DS3, also ein, ja, sowas wie ein Kona Electric praktisch, also ein kleiner, kompakter SUV, gerade das, was die Kunden heute wollen, in einem sehr, sehr gefälligen, witzigen Design, bisschen schrullig gemacht, wie das so bei Citroën immer üblich ist, und der ist richtig gut, der Wagen. Der wird hier exklusiv auf dieser Messe vorgestellt, hat keiner mit gerechnet, und siehe da, sie können es, komplett elektrisch von Citroën DS. Der DS3 Crossback eTense kommt Ende 2019 auf den Markt. Die Batterie hat 50 kWh, ist gekühlt, das Auto hat 300 km Reichweite WLTP, CCS und 11 kW Wechselstrom-Auflademöglichkeit. Ja, und tatsächlich war auch Tesla auf der Messe in Paris vertreten, auch wenn sie sonst auf kaum einer Autoausstellung zu finden sind. Der Messestand sah eher aus wie so ein Verkaufsshop. Im Fokus standen zwei Tesla Model 3, eines davon Performance. Aber beides waren US-Modelle, also es war keine Premiere irgendeines Europa-Modells. Das Performance-Modell hatte die neue helle Innenausstattung, ansonsten war das eigentlich so, wie man das in vielen Videos schon gesehen hat und auch wie ich in dem Fahrzeug in Genf schon mal in Natura sehen konnte. Und auch hier für alle, die Platz brauchen, noch einen Blick in den Kofferraum, der für so ein kompaktes Auto eigentlich sehr, sehr groß ist. Da geht eine ganze Menge rein. Ja, am Stand von Kia gibt es die Weltpremiere des neuen e-Niro. Hier hinter mir, da ist er zu sehen im Getümmel der Journalisten, die sich das Fahrzeug alle angucken und alle abfilmen. Das Fahrzeug ist von den elektrischen Komponenten identisch mit dem Kona, den ihr ja schon kennt. Und da gibt es ja schon die ersten Videos und auch die ersten Tests. Und ich bekomme den Kona noch in dieser Woche. Kriegt ihr also demnächst auch noch zu sehen, den Kona auf meinem Kanal. Das hier ist der Niro von der Konzernschwester Kia. Das Auto, der Niro, ist etwas, sagen wir mal, praktischer ausgelegt. Er ist nicht ganz so schick geschnitten wie der Kona, dafür bietet er im Innenraum aber mehr Platz. Rein technisch sind das die gleichen Werte wie der Kona, zwei Akkugrößen, Motorisierung, es ist eigentlich alles gleich, ist die gleiche Technik drin.
denn Hyundai und Kona sind Konzernschwestern, so ähnlich wie Seat und VW. Und insofern ist das hier dieselbe Antriebstechnik, aber in einem etwas, sagen wir mal, alltagstauglicheren Karosserieform verpackt als Kona. Echte Neuheiten auf der Messe waren die vollelektrischen SUVs von Audi und Mercedes. Zum Audi e-tron und Mercedes EQC habt ihr ja schon die separaten Videos auf meinem Kanal hier gesehen. Mit auf der Messe dabei auch Jaguar mit dem I-Pace. Ist schon sehr mutig, was Jaguar da auf die Beine gestellt hat. Der Innenraum ist sehr schick gemacht und trotz des flachen Dachs gibt's hinten eigentlich reichlich Platz. Von den Franzosen gab es zumindest auf der Messe nichts wirklich Neues. Twizy, Zoe, Kangoo, alles alte Bekannte und weiterhin ohne Gleichstrom-Lademöglichkeit. Für Interessierte war noch einmal die Antriebstechnik des Zoe und das Akkusystem separat ausgestellt. Eine Automesse ohne Concept Cars und auch in Paris standen sie. Und egal wie wirklichkeitsnah oder fremd die Konzepte und Visionen sind, alle Concept Cars fahren elektrisch und meistens auch autonom, zumindest theoretisch. Die Concept Cars zeigen, wie sich das Auto von morgen verändern wird. Wobei manches braucht man nicht wirklich, wenn man sich das so anschaut. Von Hyundai zeigt, wohin die Reise geht, denn die Platzverhältnisse im Auto ändern sich durch den kompakten Elektroantrieb. Das hier ist die Neuinterpretation eines Silberfalls von Mercedes, natürlich auch elektrisch angetrieben, der EQ Silver Arrow. Ja, und der hier ist auch ein Konzept und für mich der schönste auf der ganzen Messe. Der Peugeot e-Legend Concept, eine Neuinterpretation des legendären 504 Coupé von 1969. Natürlich elektrisch angetrieben. Bitte, bitte, bitte baut ihn in Serie. Eine Halle weiter gab es Neuheiten und Startups in Sachen Mobilität zu sehen. Zum Beispiel diesen Twizy, der ein halbes Rechenzentrum an Bord hat, Verkehrshinweise von vorne nach hinten durchgibt und nebenbei auch noch als rollende Paketstation funktionieren kann. Etwas unscheinbar am BMW-Stand stand der BMW X3 in vollelektrisch als Concept-Car, der sogenannte iX3. Der kommt 2020 auf den Markt und wird in China gebaut. Audi hatte auch ein elektrisches Concept-Car dabei. Und wer auf richtig dicke Hose machen will, der geht mit diesem Konzept hier nach Hause, der mobilen Disco von Smart.
Und natürlich habe ich mir auch die Plug-in Hybrids angeschaut. Da sind einige sehr schicke Autos dabei, zum Beispiel dieser hier, der DS7 Crossback E-Tense 4x4. Der hat vorne einen Benziner und im Heck einen E-Motor und realisiert damit Allradantrieb. 50 Kilometer elektrische Reichweite sollen nach WLTP drin sein. Der kommt Mitte nächsten Jahres auf den Markt. Ende 2019 kommen auch die neue Plug-in-Modelle von Peugeot. Der schicke 508 als Limousine und Kombi und der 3008 als kompakter SUV. Auch das gibt es. Range Rover P400e Plug-in Hybrid. In Deutschland mit E-Kennzeichen und der Erlaubnis, eine Ladesäule im öffentlichen Raum zu blockieren. Hier hinter mir ist auch ein Elektroauto, ein Bugatti Chiron Original aus Lego-Teilen nachgebaut. Das Teil ist von Lego-Technikern in Lego-Technik gebaut worden und zwar mit Original-Lego-Teilen. Kein einziges Teil ist extra dafür angefertigt worden. Es sind alles Teile, die man so im Handel ganz normal kaufen kann. Das Fahrzeug wiegt etwas über 1,5 Tonnen, inklusive einer Alu-Hilfskonstruktion, die darunter steckt, um den Motoren zu halten. Und mit über 2300 Lego-Original-Elektromotoren, wie die, mit denen auch die Kinder im Kinderzimmer spielen, wird dieses Auto angetrieben. Es ist schon mal gefahren, gibt eine Fernsehdokumentation darüber. Geschwindigkeit ist natürlich lahm. Ich glaube, das Auto fährt 4 oder 5 Stundenkilometer, also eigentlich nur Schrittgeschwindigkeit. Und bremsen kann man damit auch nicht, denn die Bremsscheiben sind auch aus Lego. Diese kleinen Flitzer, sogenannte Leichtkraftwagen, erfreuen sich gerade in Frankreich großer Beliebtheit. Und natürlich gibt es sie auch elektrisch. Kennt ihr noch den Mini Moke? Der E-Moke ist eine Neuinterpretation mit Elektroantrieb. Leider wirken die Proportionen etwas missglückt. Auch für Zweiradfreunde war einiges dabei. Von flotten Rollern bis hin zu Fahrrädern, bei denen der Elektroantrieb fast unsichtbar verbaut wurde. Zwischen den Hallen konnte man mit einem autonomen Shuttle fahren. Und leckere französische Küche gab es auch. Naja, zumindest war der Bildschirm auf Französisch. Insgesamt ist die Pariser Autoshow eine nette Messe, aber sie ist ganz sicher kein Muss.